Ich habe ja persönlich heute ein bisschen herumtelefoniert, wer uns begleiten möchte. Ich meine, es sind ja hochkarätige Herrschaften aus der Politik heute da. Habe mir gedacht, vielleicht wäre es auch schön, wenn dazu unser Edmund Stoiber stoßen würde. Das wäre doch nett, wenn der ein bisschen Lust hätte. Er hat leider abgesagt. Schauen Sie, wenn jetzt, sagen wir mal, ich auch noch zusätzlich zum Herrn Dobrindersbacher dazu und von der Frau Bausbach, dass dann ich quasi noch als Dritten, dann bliebe mir quasi nur eine Redezeit von, ich sage jetzt einmal, 10 Minuten. Das ist zu kurz, meine sehr verehrten Damen und Herren, in 10 Minuten, da kann man vom Hauptbahnhof vielleicht, aber doch nicht. Gott sei Dank habe ich gute Kontakte zu Gerhard Schröder, habe den gebeten, ob der auch mal kurz vorbei ist. Kinders, lass doch mal. Ich habe gerade so einen schönen Urlaub in Korea. Erstens nicht, wie Horst Seehofer spricht, denn ich höre den immer nur lachen. Er ist nur am Lachen. Herr Seehofer, was sagen Sie zur aktuellen Lage? Bayern, das Paradies. Der lacht immer noch. Und zweitens weiß ich nicht, wenn ich den jetzt übe, ob sich das überhaupt noch lohnt. Margarete Bause, herzlich willkommen. Bitte 3 Nachnamen aus der grünen Politik und du sagst mir einfach, welche Note gibst du dieser Person von 1 bis 6 Schulnoten? Ja? Es darf auch mal eine 6 minus sein und es darf auch mal eine 1 mit Stern sein. Ganz von deiner persönlichen Warte her, ich sage es mal, Schulze. Also, ich frage nur Grüne ab, ne? Schulze? 1. Rot, also das ist nicht für Bayern, aber als Bayerin auch. 1. Und jetzt kommt es. Claudia. Hartmann. Sag's schön in die Kamera. Sag's in die Kamera. Also, AAA. Markus Rindersbacher. Ich bin ja gleich ein bisschen neidisch. Margarete Bause darf hier über gute Umfragewerte reden und all ihren Parteifreunden Einzel verteilen. Jetzt bin ich gespannt auf die Frage. Sag mal ein bisschen gegoogelt, wo ihr herkommt. Markus ist nämlich kein gebürtiger Bayer. Wenn du jetzt Kontrahent von Söder direkt wärst, wäre das sogar vielleicht lauterer Wettbewerb. Kann man das sagen? Wortspiel, Kaiserslautern. Ja. Und wer sagt, es hätte mit Bayern nichts zu tun, hat von Geschichte keine Ahnung. Naja. Das war der ehemalige 8. Regierungsbezirk von Freistadt. Wären denn die Grünen momentan in der Lage, in der Bundesregierung mitzumischen, bei einer schwarz-grünen vermeintlichen Koalition und das in den Griff zu kriegen? Also ich habe es vorhin zu Markus schon gesagt, also wir waren ja schon ziemlich sauer, als die FDP die Sondierungsgespräche hat platzen lassen, weil wir hatten uns wirklich an vielen Punkten geeinigt und haben gesagt, also jetzt endlich geht's voran und natürlich muss jede Partei auch danach streben, in Regierungsverantwortung zu gehen, ja, weil unsere Wähler wollen ja auch, dass wir möglichst viel von dem, was unser Programm ist, dann auch durchsetzen. So, und dann ist die FDP vor der Verantwortung davongelaufen und wir waren schon ziemlich angesäuert, muss man ehrlicherweise sagen. So, aber als dann der Seehofer die erste Regierungskrise vom Zaun gebrochen hat vor der Sommerpause, ja, da habe ich mich bei dem Gedanken ertappt zu sagen, oh Mann, bin ich froh, dass ich nicht in der Truppe da dabei bin. Ja. Franziska Rabel. Danser la ségue Dieu, on est du bon anneau.